Basteln oder willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ich begrüße euch heute zu einem relativ kurzen Video, hoffentlich. Denn es geht eigentlich nur, es ist eine Art Hilfevideo. Und zwar kam jetzt schon öfters mal die Anfrage, ob es jetzt im Designteam war oder in WhatsApp-Gruppen oder auf der Facebook-Seite oder ich weiß nicht wo, was man denn machen soll, wenn man nur eine A5-Stanzmaschine hat, aber eine durchaus längere Stanzform. Da haben wir jetzt so als Beispiel, und die habt ihr zuletzt ja schon bei mir im Haul gesehen, hier diese Pizzabox von Elizabeth Craft Designs. Und die ist, wie ihr jetzt gleich sehen könnt, das ist die, ja, nicht mehr ganz so schöne Platte, aber das, sie tut's noch. Das ist meine Standardplatte A5. Und wie ihr seht, die passt nicht, ne? Ja, aber natürlich könnt ihr trotzdem diese Pizzabox machen, auch wenn das nicht passt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz, ganz flix, wie. Und ja, dafür habe ich mir jetzt hier meine Standardplatte. Achso, kleiner Hinweis, ich habe die Big Shot jetzt nicht hier hingestellt. Ich meine, um das Kurbeln, das werde ich auch noch hinbekommen ohne mich. Aber alles andere zeige ich euch jetzt mal. Das heißt, ich habe mir Cardstock ausgeschnitten. Ich habe meine Stanzform. Ich habe meine Gegenplatte, die sieht noch schlimmer aus. Und dann habe ich, und das ist jetzt wirklich egal, was ihr davon nehmt, das ist diese Multiplatte, die halt hier diese Fächerdinger da hat, wo man dann halt verschiedene Dicken quasi dann nochmal erzeugt, um halt diverse Effekte halt irgendwie zu erhalten. Also ob man jetzt embossen möchte oder keine Ahnung was. Ich benutze ehrlich gesagt dieses Teil tatsächlich wirklich nur zum Embossen. Also wenn ich hier so einen Embossing-Folder habe, da quetsche ich das dann hier irgendwie durch. Oder hier so ein 3D-Teil oder ich weiß nicht was. Aber das Ding hier ist bei mir eigentlich meistens im Ruhestand. Und zwar habe ich mir damals, als ich mir das, ja, die Big Shot zugelegt habe, habe ich direkt so eine Magnetplatte geholt. Ja, ich liebe sie, ich möchte sie nicht missen. Und ich, ja, ich stanze eigentlich alles mit dieser Magnetplatte. Ja, es gibt auch da geteilte Meinungen, aber ich liebe sie halt und ihr könnt auch gleich sehen, warum. Deswegen. Ich hasse es, mit diesem Washi-Tape rumzufummeln, aber es gibt auch Leute, die haben da überhaupt keine Probleme mit, die legen da irgendwas drauf und machen es mit Washi-Tape, manche sogar ohne Washi-Tape und es funktioniert einwandfrei. Also, das müsst ihr für euch selbst entscheiden und es macht auch überhaupt keinen Unterschied für diese Technik. Ob ihr jetzt diese Magnetplatte benutzt oder dieses Multilayer-Ding da, das ist vollkommen egal. So, also, was machen wir? Wir nehmen unsere A5-Plattform, was auch immer wir halt unten haben, nehmen unsere Schneidplatte, nehmen unseren Cardstock, legen den oben drauf und nehmen unsere Form und legen die auch oben drauf. Das sei jetzt, wie gesagt, was drüber guckt, ist klar. Und ja, zugegebenermaßen, das Papier ist hier sehr knapp von mir geschnitten worden, aber ich passt. Ja, und dann legen wir das gute Stück hier einfach drauf. Ich werde das jetzt einmal durchkurbeln und dann sehen wir uns gleich. Einmal durchgekurbelt sieht das Ganze jetzt so aus. Also eigentlich so, wie man es auch kennt, wenn halt etwas durchgekurbelt ist. Der einzige Unterschied, dass hier, wo es natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich hoffe. Also es ist natürlich nur bis hierhin geschnitten. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen das gute Stück. Und in dem Fall würde ich jetzt empfehlen, es mit Washi-Tape nochmal zu fixieren. Ich nehme da ganz gerne hier immer dieses lilane Band. Das ist dieses sensitive Kreppband. Das bitte ein paar Mal am besten auf die Haut nochmal drücken, damit ihr dann jetzt nicht irgendwie was abreißt. Dann fixiere ich mir jetzt mal einen kleinen Teil. Hebe das Ganze hier hoch. Ziehe es einfach nach vorne. Und zwar so, dass das ganze Stück jetzt hier komplett drauf passt. Lege wieder meine obere Platte hin, kurbel das Ganze wieder durch und dann sehen wir uns gleich. Einmal durchgekurbelt, lösen wir das Ganze. Können wir auch dieses blöde Washi wegmachen. Lüften das Ganze und haben eine wunderschön ausgeschnittene Pizzabox. Und dann ganz normal behandeln. Mehr ist es nicht. Also wirklich kein,
kein Hexenwerk oder sonst irgendetwas. Ich kann euch aber schon mal sagen, was ihr natürlich auch machen könnt. Also ihr braucht jetzt beim besten Willen keine A4 oder sowas holen. Aber es gibt hier noch diese Extended-Variante. Das ist halt einfach die in lang. Und wie ihr da seht, wenn ich die jetzt nehme, das ist im Übrigen auch eine magnetische, weil ich, wie gesagt, auf Magnete stehe. Und wie ihr seht, da passt halt einfach die komplette Form einmal drauf. Dazu gibt es natürlich auch passende Schneidplatten. Und da ist es natürlich einfacher, weil es halt einmal durchschiebt. Was ihr natürlich nicht machen könnt, ihr könnt nichts breiter als die A5 reinmachen. Aber in der Länge seid ihr dadurch mit dieser Variante natürlich bestens bedient. Es gibt auch diese Multilayer-Teile statt diese Magnetplatte für unten. Aber auch da, ja, ich mag es halt lieber mit dem Magnet, aber es ist im Prinzip egal. Wie ihr seht, ihr braucht es auch überhaupt nicht. Das ist eigentlich eher so hier für die Faulis, wie mich. Und zwar einfach aufgrund dessen, dass ich mir sage, naja, wenn ich dann doch öfters mal irgendwie was so durchstanze, finde ich es einfach angenehmer, wenn ich es halt nur einmal durchkurbeln muss und nicht gleich zweimal. Aber wie ihr seht, das Ergebnis ist tadellos. Es ist ganz genau so, wie als wenn ihr es halt in einem durchgekurbelt hättet. Was ich allerdings noch so als kleinen Tippen geben kann, weil also gerade die Magnetplatten, die sind eh relativ teuer, aber auch diese Multiplatte ist relativ teuer. Was auch funktioniert, ist, wenn ihr euch zum Beispiel hier diese lange Schneidplatten, also das sind ja einfach nur diese Extended Version Platten, diese Standardplatte ist halt, wie ihr seht, breit stimmt, nur halt die Länge nicht, ne? Und auch da, ihr könnt rein theoretisch euren Cardstock nehmen, könnt den hier auf so eine Schneidplatte legen, könnt da drauf eure Form legen, die ihr halt ausstanzen wollt, da drauf dann halt diese Gegenplatte oben drauf legen und das Sandwich, ja, könnt ihr genauso jetzt hier auf diese kurze Platte drauf legen und schiebt die dann halt zweimal durch, also schiebt die einmal durch, zieht das Ganze nach hinten, schiebt sie, also zieht sie nochmal durch die Big Shot oder was auch immer halt ihr habt. Und dann habt ihr genau den gleichen Effekt, nur dass ihr halt euch quasi auch nochmal das Washi-Tape spart, weil ihr halt dieses Sandwich einfach in einem nehmt und verschiebt es. Das sind all die Möglichkeiten, die ihr dort habt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ein andermal wieder. Bis dann. Ciao.